Freitag, 20 Uhr in Stuttgart. An diesem Abend sind schwebende Fahrzeuge wie dieses ein gängiges Bild in der Innenstadt. Die Polizei schleppt reihenweise falsch geparkte Autos ab. Zum Teil sind es wirklich dreist. Da wird sich also mitten in die Fußgängerzone reingestellt. Die 3 Meter dann zum Restaurant gelaufen oder in die Brandschutzzone, was ganz verheerend ist. Auch dieses Auto muss weichen. Es steht unbefugt auf einem Behindertenparkplatz. Wie die Beamten uns erzählen, kein seltenes Bild in der Landeshauptstadt. Die Falschparkermoral habe in den letzten Jahren zugenommen. Aus diesem Grund wollen Polizei und Stadt mit einer Aktion wie dieser vehement dagegen vorgehen, was bei den Autofahrern sauer aufstößt. Die einen sind natürlich sehr böse, die sagen, wir sind die Abzocker. Die anderen sagen, ja gut, jetzt habe ich Pech gehabt, zur falschen Zeit am falschen Ort. In Stuttgart-Mitte erwischen wir einen Autofahrer, der gerade noch rechtzeitig gekommen ist. Ihr Auto wäre jetzt fast abgeschleppt worden. Ach so. Sie können froh sein, dass Sie jetzt gekommen sind. Ach so. Ich dachte, das ist die... Da habe ich die falsche verstanden. Mit der Parkenschein 1 Stunde. Da hat sich der junge Mann aber ganz schön verlesen. Er steht mit seinem Auto im absoluten Halteverbot. Jetzt müssen Sie halt das Bußgeld zahlen. Ja. Aber das ist normal. Ne? Wenn man falsch parken, dann ist es falsch. Ja. Doch viele Autofahrer sehen vermutlich keine andere Möglichkeit mehr, ihr Fahrzeug anderweitig abzustellen. In Stuttgart herrscht Parkplatzmangel. Doch wie uns der Polizeioberkommissar erzählt, angeblich nur auf den ersten Blick. Wenn man sich erkundigt und guckt, wie viele Parkhausmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, behaupte ich, dass eigentlich genügend Parkplätze da wären. Insbesondere zu den Abendstunden, wo wir diese Aktion hier starten, sind genügend Parkhäuser frei. Gut, die kosten halt. Günstiger als unsere Abschleppaktion. Die kostet die Parksünder insgesamt 250 Euro. Nach 6 Stunden im Einsatz haben die Beamten schließlich 40 Fahrzeuge abschleppen lassen. Die dürfen auf dem Cannstatter Wasen von ihren Besitzern wieder abgeholt werden.